Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Harvest Moon Back to Nature. Ja, ein sehr altes Spiel. Ich habe mir gedacht, ich suche es mal raus und werde es versuchen zum Laufen zu bringen. Natürlich spiele ich nicht auf PlayStation, sondern auf PC. Habe aber meinen PS4-Controller dabei. Und dann drücken wir nochmal Start, weiter und weiter, Start, Start. Okay, willkommen in Mineralstadt. Ich bin Bürgermeister Thomas. Ich werde dir ein paar Fragen stellen. Bitte beantworte sie. Wie war dein Name? Mein Name? Na dann, nenn mich doch einfach Xaver. Und er. So, okay. Ist dieser Name okay? Ja, klar. Wann ist dein Geburtstag? Um genau zu sein, habe ich im Herbst, und zwar an einem Oktober Geburtstag, und das ist der vierte Tag. Genau. Wie soll die Farm? Wie soll die Farm? Ich denke mal, da soll stehen, wie soll die Farm heißen? Ja, wir nennen sie einfach Game in, nee, O-Taste war löschen, so rum, Game Info Farm. Ja, dafür bin ich doch. Kurz und knapp, ganz einfach. Wie soll der Hund auf der Farm heißen? Oh, wir haben einen Hund, ja, da war ja was. Wie nennen wir ihn denn? Nicht Flip. Flippy. Genau, wir nennen ihn Flip. I? Mit IE? So, okay. Ist dieser Name okay? Ja. Mein Name ist Xaver, Geburtstag im Herbst und zwar den vierten. Der Name der Farm ist Game Info und der Hundename ist Flippy. So ist okay. Now is loading. Entschuldigung. So, da sind wir doch schon. Und wir warten anscheinend auf jemanden, auf den Bürgermeister Thomas. Nun, was meinst du? Das war die Farm deines Großvaters. Sie ist eine ganze Weile vernachlässigt worden. Daher sieht es etwas unordentlich aus. Ja, das stimmt. Überall sind Steine und Hölzer. Ja. Weißt du noch, wie du die Sommerferien hier verbracht hast, als du kleiner warst? Ja, das weiß ich. Es tut mir leid, aber ich muss den Familienurlaub in diesem Sommer absagen. Ich konnte meine Termine nicht verlegen. Es tut mir leid. Ich weiß, dass ich es dir versprochen habe. Bitte verstehe, ich bin sehr beschäftigt. Schade eigentlich. Ich werde es wieder gut machen. Es tut mir leid, Liebling, aber ich habe Opa gefragt, ob du auf seiner Farm bleiben kannst. Ein wenig Abwechslung in der Natur wird dir gut tun. Na gut, wenn du das sagst. Oh, wir und klein. Der Hund Flippy. Und anscheinend unser Opa. Hallo, mein Junge. Hier draußen passiert nicht viel Aufregendes. Aber du kannst gerne bleiben. Solange du möchtest. Ich habe zu viel mit der täglichen Arbeit auf meiner Farm zu tun, um viel mit dir zu spielen. Aber im Dorf gibt es einige Kinder, mit denen du spielen kannst. Oh, Fotos, wie auf einer Kuh, wie er von der Kuh gefallen. Ein Pferd, wie er auf dem Pferd. Entweder rennt uns das Huhn hinterher. Nein, wir sind dem Huhn hinterhergerannt und jetzt rennen sie uns alle hinterher. Ja, haben wir da wieder diesen Fisch gefangen? Nö, dann sonnen wir uns doch lieber.
Und Flippy, als er noch klein war. Ach, das waren Zeiten. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Okay, na dann träumen wir mal eine Runde. Ja, weißer Bildschirm. Hallo, aufwachen. Ja. Oh, du bist es, der Junge, der die Farm des alten Mannes besucht. Ey, so alt ist mein Opa nun wieder auch nicht. Spielst du immer alleine? Mir gefällt es hier auch, deswegen komme ich oft hierher, um alleine zu spielen. Erzähl mir ein paar Geschichten über die Stadt und über dich. Genug gesungen. Jetzt geht die Arbeit richtig los. Ja, ich habe einen Frosch heute im Hals. Und wie war es? Hast du Spaß gehabt? Wenn du nach Hause gehst, sag auch deiner Mama und deinem Papa, dass es dir gefallen hat. Und wenn es mir nicht gefallen hat? Oh, gehst du? Nö, ich tu nur so. Dann bin ich wieder einsam. Du wirst doch eines Tages zurückkommen, oder? Denk daran, du hast es versprochen. Anscheinend habe ich versprochen, dass ich zurückkomme. Na gut. Das ist lange her. Du bist in diesen Jahren richtig groß geworden. Daher habe ich mich mit den Leuten im Dorf darüber unterhalten. Dein Großvater hat sich wirklich gut um diese Farm gekümmert. Wir respektieren seinen Wunsch und würden gerne sehen, was du innerhalb von 3 Jahren erreichen kannst. Wir wollen dich nicht auf die Probe stellen, aber wenn du aus der Farm wieder das machen kannst, was sie einmal war, wird das Dorf dich als rechtmäßigen Besitzer der Farm anerkennen. Aber wenn du die Farm weiter verkommen oder du mit den Dorfbewohnern nicht zurechtkommst, dann musst du gehen. Ja gut. Das ist die Entscheidung, die das Dorf getroffen hat. Bin ich mit einverstanden. Farmarbeit ist sehr anstrengend, aber ich hoffe, du tust dein Bestes und wirst ein so guter Farmer wie dein Großvater. Ja, ja. Yippie, yay, yay, Schweinebacke. Ja. So, heute haben wir es, ich gehe mal davon aus, Frühling, den 2. Montag, frühs um 6. Mal gucken, haben wir da noch was drin? Was kann im Werkzeugkasten sein? Wir räumen mal ein wenig auf. Und nehme schon mal das Zeug mit. Gleich mal vorweg, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Jetzt bin ich 19. Da war ich... Ich weiß nicht. 12? 11? Oh, noch jünger. Da gab es die PS1. Das ist übrigens ein PS1-Spiel. Guten Morgen, Xaver. Ich bin vorbeigekommen, um dich durch das Dorf zu führen, wenn du magst. Ja, bitte. Gut, dann lass uns gehen. Gut, anscheinend zeigt uns Thomas jetzt das Dorf und ich wollte nicht unbedingt auf Nein klicken, weil ich weiß von damals noch, dass es nicht gut ist, wenn ich auf Nein klicke. Dieser Weg führt zur Geflügelfarm und zur Jodel Ranch. Dort kannst du Hühner und andere Tiere kaufen. Okay. Das ist der Schmiedladen. Hier kannst du Werkzeug für deine Farm kaufen. Der Schmied kann Werkzeuge für dich auch verbessern. Okay, dann können wir aus Stein Goldaxt machen.
Dies ist die Obstplantage. Zur Erntezeit brauchen sie Helfer. Geh ihnen also zur Hand, wenn du kannst. Das ist die Bücherei. Du kannst eine Menge lernen, wenn du Bücher liest. Natürlich kannst du auch mich und die anderen Dorfbewohner nach etwas fragen. The Granny. Oh, hallo Thomas. Wen haben wir hier? Ist das der junge Mann, von dem du gesagt hast, er würde die Game Info Farm betreiben? Hallo Ellen. Ja, das ist er. Sein Name ist Xaver. Das hier ist Ellen. Sie war früher Hebamme. Ihre Enkelin arbeitet jetzt in der Klinik. Als nächstes zeige ich dir mein Haus. Direkt nebenan. Mach's gut, Ellen. Bis dann, Thomas. Und es war nett, dich kennenzulernen. Xaver? Das ist mein Haus. Ich wohne hier mit meinem Sohn, dem Polizisten. Du kannst uns gerne jederzeit besuchen. Naja, mach ich doch gerne. Dies ist der Supermarkt. Hier kannst du alles Mögliche kaufen. Sogar Saatgut für deine Farm. Quatsch, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist die Klinik. Du kannst hierher kommen, wenn du dich krank oder erschöpft fühlst. Arbeite nicht zu viel, damit es nicht so weit kommt. Die Kirche befindet sich dort drüben. Der Pate ist ein eigenartiger Mann, aber nett. Hast du Angst, in die Richtung zu gehen, oder was? Hast du mir ruhig zeigen können. Dies ist der Gasthof. Im Obergeschoss befindet sich ein Restaurant. Die Schenke wird nach Sonnenuntergang geöffnet. Saufen, bis der Arzt kommt. Yay, yay, yay. Das ist der Dorfplatz. Die meisten unserer Feste finden hier statt. Wenn du geradeaus gehst, kommst du an den Strand. Der linke Pfad führt zurück zur Kirche, der rechte zur Jodel Ranch. Yolarahiti. Nun, ich glaube, das war alles, was ich sagen wollte. Geh ein wenig umher und siehe dir an, was es noch gibt. Drücke einfach die Select-Taste, um dir eine Karte des Dorfs anzuschauen. Wenn du auf deiner Farm die Start-Taste drückst, siehst du die ganze Farm aus der Vogelperspektive. Oh ja, der Holzfäller Gott lebt oben in den Bergen. Er ist also derjenige, den du über die Gegend dort befragen solltest. Nun, ich muss jetzt gehen. Viel Glück, Xaver. Joa, danke. Oh, ein Kraftpotz. Ich bin der Einkäufer, zack. Nett, dich kennenzulernen. Als Farmer musst du dir nur eins merken. Auf der Farm gibt es eine Tonne und dort hinein legst du die Erzeugnisse, die du verkaufen möchtest. Ich komme jeden Abend um 17 Uhr vorbei. Sehe nach, ob es etwas mitzunehmen gibt und bezahle sofort. Ach, und sofort bezahle, ist das schön. Oh, an Festtagen komme ich allerdings nicht. Ich feiere auch gerne. Ha. Ach, im Hühner-, Schaf- und Kuhstall befindet sich eine Tonne. Befinden sich Tonnen. Du kannst das Gemüse verkaufen, das du geerntet hast, aber auch die Dinge, die du in den Bergen gesammelt hast. Natürlich kaufe ich auch Eier, Wolle und Milch. Soweit klar? Gut, ich komme um 17 Uhr wieder. Ich denke mal, bis 17 Uhr werde ich nichts haben. So, wir haben mittlerweile 8 Uhr. Ich bin um 6 aufgestanden. Was soll der Scheiß? So, da ist unser Hund Flippy. Den kann ich pfeifen. Irgendwann hört er drauf, wenn wir es oft genug machen. So, ich mache mal hier ein wenig frei. Nee, nee. Nee. Ja. So.
Und damit haben wir doch schon fast wieder ganze 15 Minuten um. Ja. Mal schauen, vielleicht werde ich hier noch ein wenig weiter roden, damit wir das nächste Mal direkt anfangen können. Und ja. Ich gehe erstmal wieder ins Haus und will mich damit verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr schaltet demnächst wieder ein. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal auf der Game Info Farm. Ciao, ciao.